Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Eredin ist besiegt, nach aktuellem Kenntnisstand Ciri tot, der Krieg vorbei oder anders geworden. Wir schauen mal. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nur noch ein paar letzte Dialoge führen und es sich danach mit dem Hauptspiel soweit erledigt hat. Ich hätte auch reiten können, ich hätte doch Schnellreise machen können. Aber ich finde, das ist genau der richtige Moment, um hier einen Spaziergang zu genießen. Ich nehme mich auch mal raus. Es ist schön mit dieser Sonne dort. Es ist einfach nur wieder schön anzusehen. Oh, es ist einfach richtig schön. Nur keine Eile. Ihr Loot nachgespawnt? Nee, ne? Ah, das ist die erste Festung, wo wir... Ah ja, ja, Quest hatten. Okay, warte. Ich halte die Klappe. Meister Ort. Wurde bestimmt aufgehalten. Du bist spät dran. Die Soldaten... blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Oh. Du Pennherrn am Gladial Morch am Fean Aesin. Der Blitz, der durchs Dunkel schneidet, das Licht, das die Nacht durchbricht. Genau. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Mariborwald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Israel. Okay. Hast du keinen Schaden? Hä? Okay.
Hit and equip all the elements of ins. Hä? Hab ich doch schon. Egal. Das endet, etwas beginnt. Okay, geht zur Taverne. Wieder 500 Meter. Wir machen heute gemütliches Abschieds. Beziehungsweise, ich glaube, dafür mache ich die Schnellreise einmal. Einmal näher ran geht schon. Meister Hexer, hier drüben. Viele Klingen zum Testen, wenn das dein Wunsch ist. Hallöchen. Egal. Das ist die Taverne, wo ich mich nicht mehr blicken darf. Na egal. Hier ist unser alter Freund, theoretisch. Heiler, Talismanhändler und dreckige Anderlinge werden ab sofort geächtet. Benimm dich, Hexer. Wer ihnen Unterkunft gewährt oder sie anderweitig unterstützt, den wird das heilige Tribunal des ewigen Feuers richten. Sie werden Hexen verbrennen. Ich bin überhaupt nicht glücklich mit diesem Ausgang des Krieges. Absolut nicht. Ich wusste gleich, dass es Nilfgaarder sind. Spione, meine ich. Er versteckt sie jetzt seit einer Woche bei sich. Bist du sicher? Oh ja, Skaro war schon immer listig wie ein Fuchs. Hat mal meinen Acker umgeflügelt. Falscher Heiler, Talismanhändler und dreckige Anderlinge werden ab sofort geächtet. Wer ihnen Unterkunft gibt. Ist Ciri doch nicht tot? Ist es erledigt? Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexer-Silberschwert. Gefällt's dir? Es ist wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen. Hexerin. Was ist das für eine Inschrift? Ein alter Spruch der Hexer. Ich hatte früher auch mal so ein Schwert. Aber das hier ist besser. Viel besser. Lass es uns ausprobieren. Radovid hatte viele Fehler. Er war grausam, impulsiv und krankhaft ehrgeizig. Taktisch war er jedoch zweifellos ein Genie. Mit haushoch unterlegenen Streitkräften besiegte er geschickt die Invasoren aus dem Süden. Der redanische Adler nahm den gesamten Norden unter seine Fittiche, auch Novigrad. Nachdem er den Sieg über Nilfgaard errungen hatte, wollte Radovid seine Hexenjagd vollenden. Wie schon in Novigrad brannten die Scheiterhaufen nun im vom redanischen König befreiten Temerien und Edir. Im Namen der moralischen Erneuerung wurden tausende Kräuterkundler, Weideler, Heiler und Anderlinge der Ketzerei bezichtigt und ermordet. Für viele war die Freiheit unter Radovids Zepter schlimmer als die Unterwerfung. Solange seine Armeen einen Sieg nach dem anderen einfuhren, erwiesen die Untertanen Emir grenzenlosen Gehorsam. Doch als eine Serie von Niederlagen ihm den Nimbus des Unbesiegbaren nahm, da schlug die bisher im Verborgenen wirkende Opposition zu. So wurde der Kaiser, der auf den Grabhügeln seiner Feinde getanzt hatte, nun selbst zur letzten Ruhe gebettet.
Der Kontinent versank im blutigen Krieg. Doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte. Auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovias, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Während die Regenten Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben, fern aller Politik, zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht. Wow. Okay. Also, ich bin mir absolut sicher, dass es noch mehrere Enden gab. Da hat mich ein Arbeitskollege darauf hingewiesen, theoretisch, dass so ziemlich jede Partei diesen Krieg gewinnen hätte können. Beziehungsweise, ich gehe auch fast davon aus, dass mit Ciri irgendwas Schlimmeres hätte passieren können. Also so rein politisch und von der Bevölkerungssituation her, finde ich, haben wir das beschissenste Ende erwischt, was es geben kann. Gut, ich habe keine Ahnung, was die anderen sind. Ist eins davon, Meteor kommt, alles sind tot, dann ist natürlich noch blöder. Ah, jetzt dieser verrückte redanische König. Ah. Ich finde, wir haben dem Volk nichts Gutes getan. Aber für Ciri und Geralt, mal so ganz egoistisch gesprochen, ist das doch das Beste, was passieren konnte. Ciri, ein Leben in Freiheit. Als Hexerin tätig, auch geil. Geralt, ein Leben in Frieden zusammen mit Yen. Ist schon. Ich glaube, für die beiden haben wir das Beste. So vom Gefühl her das Beste, was wir denen hätten antun können. Ich frage mich dann zum Beispiel auch, was passiert wäre, wenn Nilfgaard den Krieg gewonnen hätte. Wie gesagt, für die Bevölkerung würde ich sagen, wäre das definitiv besser. Weil ich glaube, Nilfgaard, auch wenn Nilfgaard auch ein bisschen scheiße ist, aber diese absolute, naja, das ist ja schon ziemlich nazihaft, diese Verfolgung von einem Andersartigen, also die hier nicht ihrem des reinen menschlichen Blutes sind, einfach zu jagen, auf Scheiterhaufen zu verbrennen und so, ganz schlecht. Gefällt mir nicht. Egal. Ist jetzt so, ja. Ich war auch am Überlegen, wie ich jetzt weitermache mit dem Let's Play, weil letztendlich, ich habe das Hauptspiel jetzt durch. Wir haben jetzt theoretisch noch zwei DLCs vor uns, wovon ich weiß, dass zumindest das zweite mit der neuen Map auch wieder elend lang ist. Da muss ich sagen, ich habe mal im Zeitmanagement momentan ein paar Sorgen. Das werde ich definitiv nicht direkt mit dranhängen. Das sag ich jetzt. Das andere DLC, dieses Heart in Stone, ist so ein etwas kleineres DLC. Das würde ich tatsächlich nochmal mit rannehmen. Haben wir ja schon ein, zwei Quests gemacht, diese Runen und diese alte Magie. Da haben wir ja schon ein, zwei Quests gemacht. Die werden wir jetzt auch weitermachen. Das sind, glaube ich, die mit dem blauen Ausrufezeichen in unserem Questlog. Also das werde ich direkt hin dranhängen, beziehungsweise wir sind erst bei 15 Minuten, das werde ich jetzt direkt innerhalb dieser Folge noch hinten dranhängen. Je nachdem, wie lange dieser Abspann geht. Ich bin mir sicher, ich könnte ihn vielleicht auch irgendwie skippen, aber es ist wieder so. Ich könnte mein ungefragtes Feedback zum Spiel geben, wie ich es eigentlich immer tue bei irgendwelchen Spielen, wo ich gegen Ende bin. Das ist zwar jetzt nicht die letzte Folge, aber ist doch ein guter Zeitpunkt. Also, unterm Strich. Rollenspiel, ich stehe auf Rollenspiele. Habe ich früher schon immer getan, aber irgendwie finde ich, sind die
vor ein paar Jahren, so vor 10 Jahren oder so, immer in irgendeine, finde ich aus meiner Perspektive, eine bescheidene Richtung abgedriftet. Man hat diese Liebe nicht mehr wirklich gespürt, die da früher mal drin gesteckt hatte. Es wurde einfach nur immer größer, weiter, schneller, keine Ahnung. Hat mich einfach nicht mehr abgeholt, so richtig. Ich gebe zu, Witcher 3 hat mich tatsächlich mal wieder überzeugt. Gut, das Spiel ist jetzt auch schon ein paar Jahre draußen. 8 Jahre oder so? 2015 oder so kam das raus, ne? Oder doch? Ich weiß nicht, ist doch schon ein bisschen älter. Mega. Ich finde, in diesem Spiel hat man schon die Liebe quasi gespürt, die drin steckt. Das ist schon geil. So, aber allgemein gameplay-technisch muss ich sagen, ich hatte auch noch nie so ein Spiel gehabt, wo das Quest-Design, es war jetzt nicht das super abwechslungsreichste. Da könnte man theoretisch vielleicht noch mehr machen, aber es war nicht immer stumpf. Töte das, hol das, begleite den. Da war immer irgendwas anderes mit dabei. Und dann auch mal humoristisch was dabei, was Dramatisches dabei. Es war Quest-Design im Spiel absolut geil. Man kann zwischendurch Entscheidungen treffen, wie die Quests ausgehen. Und dann hat man entsprechend weitere Änderungen im Verlauf der Geschichte, wie auch immer. Mega geil. Erhöht theoretisch den Wiederspielwert. Für mich muss ich jetzt praktisch sagen, eher nicht so. Das Spiel ist mir ein bisschen zu groß, um es einfach so oft nochmal zu spielen. Auch wenn mich die anderen Enden alle nochmal interessieren würden. Aber ich bin ja immer so einer, wenn ich ein Spiel spiele, würde ich gerne nach Möglichkeit alles machen. Und wenn ich jetzt einfach nochmal das Spiel spiele, um einfach mal bewusst die Quests mich anders zu entscheiden. Und alles, nee. Das bin ich nicht. Fühle ich auch nicht. Ich habe das jetzt zwar zwischendurch ein, zwei Mal gemacht mit den Quests, mir einfach nur mal angeschaut, was passiert wäre, wenn. Schon. Ja, gefällt mir echt gut. Ich bin mal gespannt, was in den DLCs jetzt noch auf uns wartet. So rein vom Kampfsystem her, grundsätzlich ist es schon etwas komplexer als bei anderen Rollenspielen. Mit den verschiedenen Schwertern für verschiedene Gegnertypen, dann mit den Zeichen, was man da alles damit machen kann, Tränke, Öle, ist schon ganz cool. Man kann parieren, blocken, alles geil. Und was mir auch sehr gut gefällt ist, ich habe ja wirklich massiv auf Zeichenintensität habe ich geskillt, habe ich Mutagene reingepackt, habe ich Rüstungen jetzt an, die alle diese Zeichenintensität reinhauen. Ich finde es richtig geil von den Entwicklern, dass die dem keinen Riegel vorgeschoben haben. Es gibt nämlich immer wieder Spiele und Entwickler, die sich dazu genötigt sehen, irgendwie ein Balancing richtig reinzusetzen, sodass du quasi kein OP-Bild machen kannst. Das ist so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein OP-Bild habe. Dafür bin ich doch noch zu verletzlich gewesen. Aber ich muss ganz klar sagen, es ist ein sehr starker Bild. Ich hatte absolut keine... Ich hatte nicht wirklich mehr Abhängigkeit zu meinen Waffen. So gar nicht mehr. Das war schon aufgrund dieser extremen Zeichenintensität, die ich da hatte, war alles irgendwie stark und geil. Ich habe jetzt auch den letzten Bosskampf quasi... Irden hat alles geregelt. Das war schon geil. Bei anderen Entwicklern, möchte ich jetzt ja gar nicht so ins Detail gehen, würde man sagen, ja, du kannst deine Zeichenintensität jetzt zwar irgendwie verbessern, aber wir cappen das bei 200%, alles was da drüber geht, kannst du vergessen. Ich, wie gesagt, ich verstehe, warum man das macht, um ein bisschen Balancing zu machen und sonst was, aber allein diese Freiheit, das so zu machen, finde ich geil. Ich schätze, das könnte man ja auch andersrum machen, wenn man jetzt das Ausbalancierte komplett weglässt und sich komplett auf Waffenschaden fokussiert und Adrenalin. Ich glaube, dann würde man mit dem Schwert auch richtig abgehen. Das wäre auch richtig geil. Ja, ich finde es geil, dass sie diese Möglichkeit drin behalten haben. Aber jetzt erzähle ich gerade schon wieder so eine Ewigkeit. Ein paar Sachen haben mir tatsächlich auch gestört. Auch beim Quest-Design, zum Beispiel die Quest in Novigrad. Ja, in Novigrad, die Quest, wo wir da dieses Gewinnspiel hatten mit Tod einsetzen oder was auch immer, dass die ganzen Leichen auf einmal verschwunden waren, nur weil ich die Quest abgelehnt habe, als wenn der Mord dann niemals stattgefunden hätte und der Diebstahl, nur weil ich bei der Quest gesagt habe, nein, ich helfe nicht bei den Ermittlungen. Das hat mich wirklich sehr angenervt. Da ist mir aufgefallen, dass es vielleicht doch mehr Schein ist teilweise, dass das mit dieser Freiheit mit den Quests und sonst was. Ist jetzt aber auch nur im Raum geschmissen, weil das war so... Ich glaube, wir hatten ein, zwei Punkte mehr, wo mir das passiert ist, aber das war
der ist hängen geblieben. Der ist einfach hängen geblieben mit dem. Der hat mich richtig gestört. Ja, ich könnte überspringen. Gut, was kann ich mir noch erzählen? Spiellänge? Finde ich gut. Die Sidequests waren abwechslungsreich. Auch sehr geil. Ich muss sagen, insgesamt die Welt. Also, ich glaube, von der Welt tatsächlich, da habe ich schon Besseres gesehen. Also, ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr cool. Aber es passt perfekt ins Setting. Das soll jetzt kein negativer Kritikpunkt, sondern einfach nur eine neutrale Anmerkung. Ich habe oft genug Dinge gehabt, wo ich richtig baff war, was richtig geil war. Das will ich überhaupt nicht abstreiten oder schlecht reden. Aber jetzt gerade von der Welt, vom Design her, habe ich da schon ein, zwei Mal Besseres gesehen. Aber ja, keine negative Kritik, weil es passt einfach perfekt ins Setting. Das ist ja genauso, wenn ich jetzt beim Survival-Spiel bin, was in der Arktis spielt, zum Beispiel hier, habe ich doch auch mal angespielt. Oh, hab vergessen, wie es heißt. Northern Lights. Man ist halt irgendwo in Sibirien oder was auch immer und soll da überleben. Natürlich ist die Welt karg, weiß und Schnee. Da kann ich mich auch hinstellen und sagen, es gibt schönere Welten. Ja, aber das ist halt das Setting, das passt. Das ist genau das gleiche hier in dem Spiel. Es passt einfach perfekt, also alles gut. Ja. Mir fällt eigentlich auch echt nicht so viel Negatives ein. Ist einfach geil. Natürlich habe ich mich sehr oft, auch speziell am Anfang, von den ganzen Fragezeichen leiten lassen. Und auch die ganzen Sidequests alle gemacht. Da ist mir halt auch aufgefallen, ist es wirklich relativ viel auch mit Sidequests. Aber auch da könnte schlimmer sein. Weil die Sidequests an sich sind echt gut erzählt zum Großteil. Das war schon geil. Ah. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Ist ein geiles Spiel gewesen. Das ist ein richtig geiles Spiel. Ah. So, wie lange läuft das denn? Wir sind schon bei den Übersetzen angekommen, ne? Okay. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir das noch zu Ende laufen lassen können. Also können tun wir es auf jeden Fall. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht noch 10 Minuten hier stehen. Natürlich ist auch ein bisschen blöd, ich sitze ja unten vor, ein bisschen vor der ersten Ecke, wo es reinkommt, laber nebenbei. Entsprechend die Credits wirklich gewürdigt sind sie dadurch natürlich auch nicht. Grafik fällt mir noch ein. Ich finde, das Spiel ist unheimlich gut von der Optik her, wenn man bedenkt, wie alt es einfach ist. Wir haben ja extra schon das Next Generation Update mit Raytracing partiell dabei, besseren Texturen. Ich finde, das Spiel sieht für sein Alter immer noch mega gut aus. Gar keine Frage. Was gibt's denn noch immer für Punkte, auf die ich eingehe? Das Problem ist jetzt gerade, ich bin vom Spiel einfach begeistert. So viel. Aha! Das ist ja jetzt nicht mal schlecht, aber normalerweise habe ich es mal etwas einfacher, über irgendwas zu reden. Naja. Bandai Namco Entertainment. Ich glaube, wir haben Bandai Namco? Ist das Bandai Namco? Aha. Publishen die nicht auch Dark Souls? Ha. Vielleicht auch nur in einem anderen Land, weil hier in Deutschland die Rechte anders verteilt sind. Okay, schon sind die Credits wieder interessant. Nvidia. Ja, ich schätze, die werden ihre Finger richtig drin gehabt haben beim Raytracing und natürlich auch dieses Nvidia-exklusive Hairworks. Witcher 3 Babys. Hä? Witcher 3 Babys? Okay, warte mal. Was ist denn? Hä? Was sind denn jetzt die Witcher 3 Babys? Die Wert der Produktion. Haha, cool. Oh, 2016 ist erst 7 Jahre alt. Ist okay. Obwohl 2015 steht. Okay, 7 und 8 Jahre. Okay, die scheint es nicht mehr zu geben. Jo, wir haben's.
Dann starten wir doch direkt nochmal in die nächste Quest rein. Geschichte von Geralt von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeraufträge erledigen und Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kapitel des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Du hast neues Spiel Plus freigeschaltet, um es zu beginnen. Erstelle einen neuen Spielstand. Starte ein neues Spiel. Wähle die Option Neues Spiel Plus und wähle dann den Spielstand, aus dem dein Charakter importieren willst. Diese Prozedur kann nur mit Spielständen durchgeführt werden, die nach dem Freischalten von Neues Spiel Plus erstellt wurden. Okay. Okay. Wir gehen mal zur Tür raus. Wir müssen natürlich jetzt erstmal wieder irgendwo ankommen. Oh. Oh? Aha. Danke fürs Schwefel. Aber den Hund der wilden Jagd noch vergessen, ist okay. Woohoo. Oh. Ich schätze mal, wir werden hier gleich irgendwo... Ich springe mich noch zu Tode, wenn ich hier nicht aufpasse. Ja, diese Fallschaden- und Instant-Tod-Logik, die ist... Ich gehe hier mal kurz rein. Was ist das? War ich hier schon mal drin? Hm, zumindest ist nichts zu looten da. Das fällt mir da gerade doch ein, ist so ein kleiner Kritikpunkt, dass dieser Fallschaden, dass man irgendwie nur so 2 cm Luft hat, zwischen man kommt an und man ist tot. Das ist ein bisschen hart. Aber auch da ist, es gibt echt Schlimmeres, weil eigentlich hüpft man nicht so viel doof in der Gegend rum, so wie ich das gerne mal tue. Ich weiß nicht, ich habe auch so einige Dinge vielleicht nicht so gemacht, wie sie vorgesehen sind. Ist aber nur ganz kleiner Verdacht. Ich habe natürlich keine Ahnung. So, Quests. Die Aufgabe starten wir beim nächsten Mal. Wir machen einfach mal... Finde eine Spitzhacke. Das ist doch eine Ansage. Wir finden jetzt eine Spitzhacke. Und zwar in Novigrad. Oh. Gut. Wir haben einen Schnellreisepunkt daneben. Ah, wir haben ja eh von der gesamten Welt die Schnellreisepunkte jetzt eigentlich hoffentlich mal. Ich weiß nicht, ob wir alle haben. Aber wir haben viele. Und wir sollten eigentlich überall immer relativ schnell hinkommen. So, finde eine Spitzhacke. Das ist eine Axt. Gut, ich glaube, ich sollte jetzt hier nicht in diesem Haus gucken. Ah, Spitzhacke. Ah, was? Offenbar gibt es einige kleine Jadevorkommen nordöstlich von Novigrad. Ich sollte dort mein Glück versuchen. Okay. Wollen wir jetzt losgehen und Jade abbauen? Ja, ich glaube, das war unsere Quest, aber... Da gleich wirklich physisch Vorkommen zum Abbauen? So wie bei Skyrim? Hätte ich natürlich witzig. Und es ist dunkel. Nein, 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 nein. Hör auf mit dunkel sein. Danke. Das Vorkommen ist zu klein. Ich muss ein anderes finden. Tatsache, sie sind physisch vorhanden. Okay. Ich muss auch noch mal ein paar Sachen wieder verkaufen, die wir im Winter haben. Hier ist eine Höhle, ist nochmal ein gutes Zeichen. Oh.
Jade. Dann wollen wir mal etwas davon abbauen. Ja, cool. Das ist mich gerade wirklich in Skyrim. Ach, Skyrim hat mir auch echt gut gefallen. Jetzt nicht unbedingt, weil das Questdesign so mega geil ist wie jetzt hier bei dem Spiel, sondern weil ich diese komplett freien Entfaltungsmöglichkeiten, die man bei diesen Elder Scrolls Spielen einfach hat, die habe ich halt gefeiert über alles. Das ist so. Und die Welt war richtig gut. So von den Elder Scrolls Spielen bleibt natürlich Oblivion erstmal so immer noch mein Favorit, aber Skyrim war geil. Da habe ich die DLCs auch noch nicht gespielt. Oh, ich bin ja ein Held. Oh, ich weiß, da mit Pfeil und Bogen und Schleichschaden. Das war... Ich hab's geliebt. Ich hab's einfach geliebt. Ich lasse die Klappspüle mal in Ruhe. Solange sie mich auch grob in Ruhe lässt. Wir bringen mal den Jadebrocken weg. So. So. Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Na, willst du mehr Geld haben? So danke ich dir. Wenn du bessere es wünschst, Werkzeuge. Lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Okay. But! Der Runenschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Glyphenwörtern verzaubern und ihnen so neue mächtige Eigenschaften verleihen. Oh! Fortfahren. Ich habe das Geld für bessere Werkzeuge. Jo, 10.000. Ja gut, ich habe das Geld, ne, aber... Zeig mal, was du hast. Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Ah. Eine Glyphe. Machen wir mal diese Schematas kaufen. Zahlst du für die Dinger gut? Sie einfach. Ich hab von irgendwas bestimmt auch nochmal so viele. Aber ich glaube, ich kann ihm auch die anderen Sachen geben hier ein bisschen. Ah, er ist jetzt schon pleite. Cool. Fassung hinzufügen, warte mal. Okay. Verzauberung. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich mit einzelnen Runen oder Glyphen verwendet werden. Wenn du einen Gegenstand verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen und Glyphen zerstört. Okay. Hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen und Glyphenwörtern verbessert werden können und sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit 3 Aufwertungsplätzen verzaubert werden. Okay. Dies ist eine Liste aller Runen- und Glyphenwörter, die in Socken von Gegenständen eingesetzt werden können. Runenwörter werden zum Verbessern von Waffen eingesetzt. Glyphen für Rüstung. Mir erscheint die Beschreibung. Ja, ist okay. Verzauberungen haben verschiedene Stufen. Zum Verzaubern des Gegenstands musst du einen Runenschmied aufsuchen. Okay. Verzauberungen auf der Liste können hinzugefügt, entfernt oder gefiltert werden. Aha. Hätte ich meine Steine gerade nicht verkaufen sollen? War das gerade dumm? Handkäse?
Verzehrte Lebensmittel regenerieren die Vitalität um 400% stärker. Schmecken aber ausnahmslos nach Pyrogen. Aha. Besänftigung. Haben Adrenalinpunkte ihren Höchstwert erreicht? Nehmen sie stetig ab bis zum Wert von 0. Bis dahin sind die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht. Okay. Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Wow. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer. Braucht man das? Keine Ahnung. Ah, das ist für eine von den Skills. Es gibt hier noch die Skills, die leichte Rüstung, schwere Rüstung, Mittelrüstung, glaube ich, hier. Die gelben Skills, die nicht direkt mit Mutagen verbessert werden können. Treffer mit Art verringern die gegnerische Ausdauer um 100. Wow. So, Passion. Stört ein Gegner, auf den Axi wirkt, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Ha! Das ist geil. Zündung. Gegner, die mit Igni im Brand gesetzt wurden, entflammen mit einer Chance von 100%. Andere Gegner in 2 Fuß Umkreis. Ah, ich glaube, das tut nicht Not. Ich kann hier tatsächlich Fassungen hinzufügen. Okay, wenn ich dir bessere Werkzeuge gebe? Ich habe ja ein bisschen Geld. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Ist sie das? Keine Ahnung. Fleißig bei der Arbeit. Das sieht man gern. Oh ja. Ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet, aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Oh, ich hätte die Steine vielleicht eigentlich verkaufen. So, jetzt die Runen finde ich gerade geil. Schauen wir mal. Vielleicht wird gleich noch mehr Geld. Nichts mehr zurück. Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen. Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. 15.000. Würdest du mir etwas anfertigen? Wir gucken mal. Hey, Jüngung. Jeder tödliche Hieb, den du austeilst, stellt 100% der Ausdauer wieder her. Ja, gut, brauche ich nicht. Tödliche Treffer generieren einen Adrenalinpunkt. Okay. Erhöht die Reichweite von Wirbel. Okay. Haltung. Boni von Rüstungsschmiedestischen und Schleifsteinen sind dauerhaft. Das ist cool. Mödel. Stufe 2. Der Grundangriff mit Igni trifft alle Gegner in einem 360-Grad-Umkreis. Wow! Das will ich haben. Wenn ein Irdenfall einen Gegner trifft, wird an der Position eine Irdenglyphe platziert. Okay. Wie geil sind die Dinger denn? Beim Eintritt in einem Kampf besteht eine Chance von 100%, dass du automatisch und ohne Verbrauch von Ausdauer ein Quenzschild erhältst. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Okay. Handwerk? Kannst du mir noch ein paar Steinchen machen? Okay, da muss ich mich weiter reinlesen. Warte, ich habe aber noch mehr Geld. Hier, mach nochmal. Ich habe noch mehr für dich. Das sollte dann reichen.
Ich bin Schildkröte. Werkzeuge reicht es. Oh Gott. Aber seltene Zutaten bräuchte ich. Nein, kommt nicht in Frage. Zeig mal, was ich für mein Geld kriege. Ich will die seltenen Zutaten holen. Dann fühle ich mich einfach nur noch OP-mäßiger, als ich sowieso schon mich selber einschätze. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Sicher. Meine laufenden Kosten sind gedeckt. Und seltene Steine brauche ich nicht mehr. Fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Fass Wein aus meiner Heimat habe ich noch. Wir sollten auf unseren Erfolg anstoßen. Prosit! Für deine Hilfe danke ich dir. Meine neuesten Werke möchtest du vielleicht sehen. Dies kannst du gerne tun. Oh, mehr Geld will er nicht? Schade. Soll ich etwas anfertigen? Kräftigung. Bei maximaler Vitalität wird die Vitalitätsregeneration in zusätzlichen Schaden umgewandelt. Aha, Verlängerung. Jeder ungeblockte Hieb erhöht die Wirkungsdauer. Ja, okay. Beim Wirken eines Zeichens wird ein Adrenalinpunkt verbraucht und dein nächster Schwertangriff ist mit der Kraft des Zeichens der Herr gut. Aha, ich brauche Stufe 3er hier noch. Stufe 3. Ein Gegner unter Axi-Einfluss stirbt, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Die Wirkungsdauer wird pro Hieb, den das beeinflusste Ziel anbringt, um 2 Sekunden verlängert. Oh, das ist heftig. Das ist sehr heftig. Gewährt eine Chance von 30%, einen Teil des erlittenen Schadens auf Angreifer zu reflektieren. Okay, ist cool, aber brauche ich jetzt nicht. Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt wurden, explodieren beim Sterben und entflammen Gegner in ihrer Nähe. Oh. Alle, ja, geht also leicht. Stufe 2, Stufe 2. Ich brauche irgendwie Glyphe der Verstärkung. Kannst du mir das her? Können wir das hier herstellen? Glyphe der Verstärkung? Ja. Oh. Kleine Glyphe der Durchdringung. Kann ich die auch nochmal selber herstellen? Nee, ne? Oh. Kann ich mir die kaufen? Ja, hier, 2 Stück hast du noch. Ja, damit. Standsetzung, Schutz, Stärkung, Bindung. Hier hast du auch noch was für eine Verstärkung, ne? Oh, 1300 das Stück. Ja, okay, aber. Warte, das eskaliert jetzt. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Aber wie geil. Wie geil das einfach ist. Hast du zufällig Bock, irgendwas von mir zu kaufen? Ah, wir kommen schon irgendwie klar. Also, ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Durch dieses DLC werden wir uns jetzt noch hart durchbeißen, weil es auch so schrecklich ist und ich leiden werde. Und, oh Gott, ich freue mich. Ich freue mich. Wenn es gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.